Hey yo Leute, ich bin's Make vom Kanal GameCorp. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Im letzten Part haben wir sowohl Make den Goron kennengelernt, als auch unseren Weg zum Feuertempel gebahnt. So, wir werden jetzt hier mal im Feuertempel schauen, was abgeht. Darunia soll hier ja irgendwo sein. Dem sollen wir helfen, den Höllendrachen Volvagia zu besiegen. Oh, da ist der Boy. Mission geschafft. Meister, bist du es, Make? Tatsächlich, Make. Du bist erwachsen geworden, ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Chaos gesät, wow. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goroden der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen... des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Dies wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Make, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, solltest du meine Leute retten. Die Zellen, in denen man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Make. Kein Ding, Alter, stirb nicht. So, das ist meine Voraussetzung für das, dass ich dir helfe. Okay. Darunia gefunden. Easy. Das war eine. Zweite Mission. Ich will eigentlich X drücken. So. Gehen wir mal hier drauf. Und dann hier drauf. Und dann hier drauf. Dann hier Feen. Und Bomben. Beides fehlt mir momentan. Also Feen nicht, aber Herzen. So. Komme ich jetzt wieder zurück irgendwie? Komme ich darüber gestammt? Ja, locker, oder? Ich krieg ja nicht mal wirklich Damage. Nun gut. So, Feuertempel. Keine Ahnung, Alter. Den mache ich immer und ich schaffe den auch relativ gut. Aber manchmal habe ich Probleme. So. Wir müssen auf jeden Fall alle Goronen befreien. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Das wird uns bestimmt noch gesagt. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg in die oberen Stockwerke. Okay, kein Problem. Echt kein Ding. Kleiner Schlüssel. Weiß ich, wo ich den einsetze. Im Vorraum war ja eine Tür mit Schlüssel. Also mit Schloss. So. Gut, da werden wir den einsetzen. Auf der Karte sehe ich nämlich keinen Raum, der hiermit verbunden ist, also mit dem hinten. Außer der Bossraum. So. Alles klar. Okay, hier gibt es schon ein paar mehr Räume. So. Einen möchte ich sofort auschecken, der ist hier links. Bin mir aber nicht sicher, ob ich den sofort auschecken kann. Kann ich. So, weiß aber noch nicht, ob ich hier weiterkomme. Ich glaube, hier ist ein Gerone. Irgendwo. Tatsache. Den befreien. Der hat einen Schlüssel. Oder? Ja, in der Tat. Das ist gut. So, die Qualen haben ein Ende. Lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit Blumen der Gerone zerstören kannst, klingen anders, wenn du mit einem Schwert dagegen schlägst. In der Tat, aber meistens sieht man auch einen Riss in der Wand, also muss man das gar nicht ausprobieren. Aber hier ist das nicht von Nutzen momentan. Also ist das ja relativ egal. So, jetzt gibt es hier natürlich, wir haben ja gesehen, wenn wir hier stehen, ist da oben ein Block. Da muss ich das Lied der Zeit spielen, welches ich nicht auswendig kenne. YLR. So, die Hymne der Zeit meine ich, nicht das Lied der Zeit. Damit kommt der Block hier nach unten, wir können da drauf. Und was da oben ist, das weiß ich auch nicht so genau. So. Gut, nach dem Port muss ich mal eine Pause einlegen, meine Stimme schwindet nämlich. Langsam. Ach ja, genau, die Dinger. Hier ist nämlich, glaube ich, auch nur eine Skulptur und ein... Raubschleim. So. Hier friss
Der Radius der Bomben ist so klein, sie rast komplett aus. Aber die killen ihn wenigstens relativ schnell. So. Sonst ist hier nichts, wenn mich nicht alles täuscht. Ist aber auch genug, weil wir den Goron haben wir ja schon befreit. So, wir haben auch einen kleinen Schlüssel gekriegt, den werden wir auch in diesem Raum wahrscheinlich benutzen. Wow, das war knapper als ich dachte. Aber selbst wenn ich hier runterfalle, ist ja egal. Wir haben die rote Tunik und das macht uns ja nur irgendwie viel Herz, wenn wir irgendwo sind. So, was da drüben? Ich weiß gerade echt nicht, was da drüben ist. Eine Wand. Toll. Ah. Klingt anders. Hey. Toller Tipp. Kaboom. Und eine Tür. Welch ein Wunder. Ein anderer Gewohne. Und eine Truhe. Wahrscheinlich wieder ein Schlüssel. Tatsache, zwei haben wir jetzt schon. Ich wüsste gar nicht. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Ja, da brauchen wir das Dungeon-Item. Vielleicht ist schon aufgefallen, was das sein könnte. Der Hammer aus der Legende? Kann sein, ja. So. Gut, 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 gut. So, jetzt können wir weiter aus diesem Raum. So. Alles klar. Ach ja, dieser Raum. Damit kommen wir ins zweite Stockwerk. Frage nur, wie. Hier gibt es ja keine große Leiter oder ähnliches. Aber ein Gitter. Das können wir natürlich zum Klettern verwenden. So. So, hier sind auch Fledermäuse und Herzen. Ja, ich bin natürlich auf der falschen Seite. Werde ich da mal rüber jonglieren. Balancieren, meine ich. Jonglieren. So. Alles klar. Weg mit euch. So, das sieht richtig aus. Fallen lassen. Autsch. Und schieben, 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 bis es runterfällt. Okay. Dann einfach drauf und warten, bis es wieder abgeht. Und schon sind wir im zweiten Stockwerk. War doch einfach, oder? Jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Pillar nach oben bringen. War ja Mission gerade. So. Genau. So, Feuerschleimgegner, Schnecken, wie auch immer. I don't care. Richtig easy. So. Was war hier nochmal sachgemäß der Verhalt? So. Ach. Okay. Oh wow. Nicht einfach. Ah. Aha. Warum kann ich denn nicht? Naja, okay. Ich muss ja eh erstmal den Block da irgendwie runterkriegen. Kann einfach springen, alles klar. Alles klar, alles klar. Guter Trick, guter Kick. Alles kein Problem. So, das noch in Position schieben. So. Und dann, was bringt es mir eigentlich? Kann ich dann darüber? Okay. Ich denke, ich werfe mal eine Bombe. So. Ja, natürlich. Okay.
Okay, ist hier irgendwas hinten dran? Nein? Okay, dann werde ich trotzdem mal eine Bombe werfen. Hat die... Nap hat verfehlt. Okay. Hm. Nope. Werfen. Ah, die wäre sogar gescheit gelandet. Ich weiß gar nicht, ob das so gemacht werden soll. Ich mach's einfach mal. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das so soll. Auf jeden Fall haben wir was geschafft. Hm. Ich weiß nicht, ob das so soll, weil da war noch ein Grone, den wir nicht befreit haben. So, jetzt spielen wir ein bisschen Pac-Man hier. Oh wow. Nope. So, ich muss einfach... Hier ist, glaube ich, eine Tür. Eine Schlüsseltür. Komme ich aber nicht durch. Warum nicht? Ich habe doch einen Schlüssel. Nee, ich habe keinen Schlüssel. Scheiß Dreck. Okay. So, hier muss ich hin. Aufs. So, jetzt fängt nämlich der verwirrende Teil des Tempels an. Ah, auch nur ein Gerone. Okay, der gibt mir aber einen Schlüssel wahrscheinlich. Ach so, okay. Durch Rollen oder Schwertschwingen löscht man Feuer. Das wusste ich bereits. So. Gut. Dann wissen wir, durch welche Tür wir können. Und ich denke, es gibt auch keinen falschen Weg, diesen Tempel zu lösen. Also werde ich auch einfach mal hier reingehen. Das mit dem Eingeronen in dem anderen Raum, das verwirrt mich immer noch ein bisschen. So, ich habe etwas gesehen. Tatsache, da fehlt mir aber was. Und zwar der Bogen. Den mache ich mal hier hin. Die Bomben brauchen wir ja momentan noch relativ oft. Weil Feuertempel muss ja. So. Einfach nicht runterfallen am besten. Selbst wenn wäre es nicht so schlimm, müssten wir halt den ganzen Weg nochmal laufen. So, haben wir hier endlich mal die Karte. Ich hoffe es mal. Wäre schon nice. In der Tat. Gut, Leute, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wieder mal ein kürzerer Part. Aber wenigstens ist mein Timer jetzt wieder mal gerade. Also, falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen da lassen. Kommentare sind auch immer gerne gesehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann und ciao!